Schön, aufgepasst, bald geht's los. Los, schneller. Letztes Jahr war grandios, ob Sie das übertreffen können? Naja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert, die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Hm. Kann er zaubern? Er ist ein Gott, ein Heidengott. Ein friedlicher? Ja. Das ist doof, das ist ein Alphawand. Die finde ich nicht so nett. Und hier komme ich wahrscheinlich auch nicht, noch nicht hoch, oder? Ja, okay, warte mal, ich glaube, ich weiß wie. Ich muss erst unten das Antrigger. Ah, nee, warte mal, man kommt hier gar nicht runter. Okay. Gar nicht gesehen, dass da Leute standen. Kannst du diesen Tanz, Anno? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleider. Dann stelle ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glut. Also sie sind hier. Gesegnet sei Hallo. Die Mutter. Hallo. Gerade rechtzeitig. Möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so? Preiset den Sohn! Warte, ich segne auch die Tänzer! Hugo! Ihr seid alle gesegnet! Oh je. Fertig! Vielen Dank. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist eine Wucht, Kleiner. Folgen wir der Parade! Klar, stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Ach, Hugo. Ich finde Segnen toll. Tja, warum wohl? Sie sind da oben. Schnell, schnell. Ganz ruhig, wir holen sie schon ein. Diese roten Streifen an den Winden machen mir so ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein. Der General. Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, was? Der dieses heilige Land vor verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten? Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt. Das hat seinen Preis. Nein. Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Anno! Ich wusste es. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir! Holt das Mädchen! Nein! Bitte was? Nein! Das ist nicht unser Kampf! Lauf! Uch, was war das denn? Ja. Mit einem offenen Fenster. Ich hätte es kommen sehen müssen.
Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum. Okay. Wir müssen zurück, und zwar möglichst diskret. Und wenn Anno tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter. Denk dran. Wir schaffen das. Na gut, wenn er den Grafen getötet hat, dann ist das eh ein anderes Thema, ne? Oh, wir sind in einem Stall. Hier muss doch was sein. Eine Werkbank, die mir nichts bringt. Versperrt. Hallo, Madame und Monsieur, Mademoiselle. Das müsste doch der Platz sein. Ja, ich denke auch. Verschlossen, ach, war klar. Okay, wir müssen mal, da hoch. Da oben. Wir könnten einfach drüber steigen. Viel zu hoch. Wir müssen irgendwo draufklettern. Ja. Ja, und der Karren ist hier. Jetzt ist nur die Frage. Ah, hier, okay. Pass bloß auf. Ich weiß. Keine Angst. Er wird uns jetzt diese Tür hier aufmachen. Ich öffne jetzt die Tür. Geh einen Schritt zurück. Hier, schieb den Karren zurecht. Na ja, los. Erstmal ganz kurz, habe ich nämlich schon damit gerechnet, dass hier noch eine Kiste steht. Zusammen. Swable. Haben wir ein bisschen Swable bekommen. Warum hat Arno den Grafen eigentlich angegriffen? Er hat gesagt, dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat. Ja, der Graf hat seinen Kumpel getötet wahrscheinlich. Und Hepp. Alles klar. Gut, jetzt Vorsicht. Aha. Mal sehen, was da drin ist. Werkzeuge und Stückchen. Let's go. Dann können wir da nochmal kurz runter. Brauchen wir ja gar nicht, oder? Ich kann doch... Wie kann ich denn... Über I vielleicht? Ah, okay. Deutlich schnelleres Nachladen, dafür brauche ich 3. Für mehr Teile und Schleuder, was ist ja das? Na, ich warte auf das mit der Schleuder tatsächlich, glaube ich. Weil die Schleuder benutze ich häufiger als den... Schnell! Der Graf wird angegriffen! Geh, ich halte Ausschau nach den anderen. Komm, wir folgen ihm. Ich such mal runter. Hab ich euch! Nein, nein! Beeil dich! Runter! Die anderen sind weg, aber mein Vogel ist so gut wie 3 Männer. Ein Falke, abgerichtet, um zu töten. Kannst du ihn aufhalten? Er ist zu schnell. Der würde mich erwischen. Wir müssen ihn halten, ablenken. Ich versuche ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Mach dich bereit. Reagiert schnell auf Sicht und Geräusche. Bleib so oft wie möglich in Deckung, lenk ihn. Okay. Anders. Wird alles gut.
Dinosaurs los? Oh, ihr wollt also spielen? Dann spielen wir! Auf sie! Töte sie! Irgendwann macht ihr einen Fehler. Mit Sicherheit. Geht nicht, okay. Dann... hier nach vorne. Kann ich denn irgendwo... Rüber mit dir. Er ist so schnell. Ein Fehler und wir sind dran. Los! Ich glaube, ich habe das Feuer zu früh ausgemacht. Das war knapp. Ich weiß, dass ihr hier seid. Flieg! Das darf nicht der Vogel aus meinem Traum sein. Ist er nicht? Wir finden dein... Mistvieh. Warum hört er nicht auf? Da! Hoch! Ja, wir sind da. Okay, das war relativ clean. Oh, das war knapp, aber geschafft. Der Vogel war schlimm. Und wo ist Anno verflucht? Hör mal, das sind Schwerter. Ja, ja, schnell. Schnell sagt sie, aber wir können nicht rennen. Sie sind hier, der Graf lebt noch. Kannst du ihn aufhalten? Halt's Maul! Ich mach dich kalt wie dein... Was sollen wir tun? Nein! Du miese Verräterin! Die Schuld trägst du selbst! Das ist seine Armee? Ein Mädchen und ein Junge? Nein, warte! Victor, halt! Emily? Verliere nicht die Beherrschung. Sie half. Sie sind keine Gefahr. Natürlich. Ich töte deine Schlampe, Graf. Ich zeig dir, wie es ist, etwas zu verlieren. Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Sperrt ihn weg. Ich kümmere mich später. Woher kennt ihr dieses Biest? Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch her war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo. Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. In diesen Tagen feiern wir das Leben und den Frieden. Würdet ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine... Natürlich. Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Kommt mit uns. Okay. Irgendwie, wenn sie nicht... Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass wir gut tatsächlich so verraten haben, nachdem er uns auch zum Teil so geholfen hat. Aber hey, ich mag den Typen halt so oder so nicht. Also von daher ist das totally fine. Hugo, komm. Nun, wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Haus? Unser Zuhause. Es ist unglaublich. Kommt, kommt rein. Grafen und Gräfin. So groß. Ja, und das ist nur ein kleiner Teil des Palasts.
hättet ihr gerne ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Datteln? Was ist das? Eine Frucht, Hugo. Darf ich? Na komm. Natürlich, euer Gnaden. Hugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt, aber bitte, hier bin ich nicht euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ihr selbst. Ja. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Lacuna eins. Vereint um den Sohn der Glutasche. Und? Lecker! Haha, ein bon vivant. Vorsicht, die sind gehaltvoll. Und wo kommt ihr her? Guyenne, wir sind vor dem Krieg und der Pest geflohen und suchen ein besseres Leben. Wir hatten von dieser Insel gehört. Ihr seid hier genau richtig. Gehen wir weiter. Ihr seid sicher müde nach diesem Abenteuer. Das ist großartig. Ich sag's mal so, wenn die Ratten auch hier endlich angreifen. Huch. Was ist da gerade los? Warum leckst du so? Agnes? Entspannen Sie sich bitte. Richte bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Sie ist Ihre Mama? Nein, nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Mein Lieblingsort. Herrlich. Endlich. Die Becken sind gesäubert. Ja, sind sie nicht hübsch? Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Wo sind eure Eltern? Mama ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Hugo, Victor, nicht so militärisch. Du kennst mich ja. Komm zu mir, Hugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier. Aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und sie sehen toll aus. Dank viel Liebe und Pflege. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser. Und wir brauchen guten Boden, Liebe und Pflege. Das Land steht euch offen, wenn ihr hier wachsen wollt. Aber das entscheidet die große Schwester, oder, Amicia? Vielen Dank. Das waren nette und wahre Worte. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Victor? Natürlich. Komm, Hugo. Dieses Land ist stark. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Wir schufen ihn zu Ehren die hellen Tage, in der Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns? Zu Mutter und Vater? Und zum Volk. Wir beten nicht zu ihm als Gott, zu unserem tief schlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn, um sein Feuer zu erneuern. Amicia, auf dem Stein. Das ist mein Vogel. Moment. Wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art es euch beliebt? Sicher. Hugo? Ich bete zum Vogel. Eine kleine Flamme, doch hell in der Nacht. Auf, dass er als Sonne, als Sohn erwacht. 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 Danke. Herzlichen Dank. Wollen wir gehen? Verzeihung, Mutter, dürften wir für Vater beten? Hugo? Ja. Ich verstehe, natürlich. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Lieber Vater, Hugo, ist das wirklich dein Vogel? Sieh genau hin. Oh, ja, ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und ich weiß es einfach. Gut, sehr gut. Gehen wir wieder zu ihnen und erzähle hier niemandem was davon, ja? Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. Okay. Ist alles für morgen bereit? Ja, die neuen Roben sind herrlich. Es wird perfekt. Verzeihung? Oh. Wollen wir? Gerne. Wir danken euch, dass ihr dem Sohn so bereitwillig gehuldigt habt. Jedes Kind ist die Zukunft unserer Welt. Ich schließe auch das gerade mal so zwischendeck. Das ist überaus wahr. Wir sind da. Bitte sehr. Das können wir nicht annehmen. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend war eure Reise lang. Werdet ihr Anno töten? Hugo! Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber
Du kannst als Zeugin für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Doch nun genug davon. Hm? Kommt etwas zur Ruhe. Und morgen könnt ihr gern Lacuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Danke. Dankeschön. Meine Gräfin? Wisst ihr was? Auf den Betten kann man hüpfen. Ja! Schön mit Schuhen natürlich, logisch. Oh, okay, wir sind schon bei 9. Geschichten und Offenbarungen. Diese Kleider sind so bequem. Ja. Hey, komm her, du Schlafmütze. Ach, komm schon. Das ist die Sonne. Sieh doch. Es lohnt sich. Wow. Das ist... Wie ein Traum? Ja, genau, wie in meinem Traum. Wie wär's? Essen wir was und ziehen dann los? Auf geht's! Das läuft viel zu glatt gerade alles. Irgendwas passiert hier noch. Es ist wunderschön. Können wir was spielen? Hey, wir wollen herausfinden, warum du von dem Ort träumst, oder? Ja, lass uns gehen. Erkunde die Insel, na dann. Ja! Inselentdecker! Finden wir erst den Ausgang. Ja, ich glaube, ich weiß, wo der Ausgang ist, aber... Ich will nur gucken, ob man hier irgendwo noch irgendwie eine Erinnerung oder sowas holen kann. Die ist so groß. Schick, schick. Ich zähle auf dich, verstanden? Halt die Augen offen. Ja, mit der Sperrangel. Weit offen. Sperrangel weit. Sperrangel weit offen. Oh, das ist merkwürdig. Ja, ein wenig schon. Da dürfen wir nicht durch. At least sind der Graf und die Gräfin uns hier noch freundlich gesinnt. Ist wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein. Oh Gott. Zu viel Verantwortung. Da ist zu, okay. Guten Tag auch. Guten Tag, danke. Wird ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Helm anfühlen muss. Tja, gestern im Hafen ging es ein bisschen rund, von daher... Stimmt, wohl wahr. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Geht es da raus? Denke schon. Fragen wir die Wache. Ach ja.